Und ab dafür. Jetzt geht's los nach Prag. Angekommen, verabredeten wir uns mit Rico auf dem Wälzeplatz vor dem Denkmal. Das Denkmal ist jetzt in unserem Rücken und vorne rechts läuft Rico mit dem gestreiften Shirt. Der kennt sich in Prag aus. Man nennt ihn auch The Guide. Erster Anlaufpunkt war die Luzerner Passage, die in der Nähe des Wälzeplatz ist. Außer vielen Geschäften können wir hier sehen das tote, über Kopf hängende Pferd namens Horse, im Jahr 1999 von David Cerny erstellt. Er hat hier eine Parodie auf das Monument des heiligen Wenzel geschaffen, der gerade um die Ecke steht. Dort, wo Rico nun steht, gestreiftes Shirt, kann man auch gut Kaffee, Kuchen trinken und ein Bierchen. Zwischen zwei Kirchenmauern kann man schön gemütlich Bierchen trinken. Das Bier kommt von der eigenen Brauerei. Hier sieht man die älteste funktionierende Lampe in Prag. Hässlich, aber funktioniert. Das Altstädter Rathaus mit seiner Uhr, die genannt wird astronomische Uhr. Einmalig. Links um das Rathaus herum sieht man auf dem Marktplatz 27 Kreuze in das Pflaster eingelassen. Die sollen auf die auf den 21. Juni 1621 hingerichteten Adligen und Bürger hinweisen. Das Betreten bringt Pech. Wie auch schon vor zwei Jahren haben wir in der Nähe von Graz auf einem Autobahnraststätte Landzeit Rast gemacht und übernachtet. Wir planten, am nächsten Tag in einem Rutsch runterzufahren nach Istrien-Fyrsa.
Wie man unschwer sehen kann, war nur noch ein Platz oder mehrere Plätze direkt an der Autobahn zu haben, wo man sein Fahrzeug abstellen konnte. Dummerweise war das natürlich eine sehr unruhige Nacht. Nachdem wir vom Outlet zurückkamen, entdeckten wir, dass der Fahrzeugschlüssel fehlt. Tja, es drohte eben, dass wir nicht weiterfahren konnten und wir hätten dann den ADAC anrufen müssen zum Aufbrechen der Türen. Er fand sich dann aber in meiner Arschtasche wieder. We'll be right back.